In letzter Zeit habe ich in einigen Videos eine V-Dipole-Antenne genutzt. Wie ihr euch für wenige Euro eine solche Antenne bauen könnt, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Die Idee zu der Antenne stammt von Adam, welcher ebenfalls der Erfinder des beliebten LNA4ALLs-Verstärkers ist. Für die V-Dipole benötigt man nur zwei Metallstäbe, eine Lüsterklemme und ein Antennenkabel. Allerdings sollte man keine magnetischen Metalle nutzen für die Stäbe, da es sonst durch den Skin-Effekt zu Verlusten kommt. In meinem Fall habe ich Schweißdrähte aus Aluminium und Magnesium genommen. Im ersten Schritt schneiden wir die beiden Metallstäbe zurecht, in dem Fall auf eine halbe Wellenlänge. In meinem Fall für die NOAA-APT-Frequenz von 137 MHz sind das dann 53,4 cm. Danach knicken wir an beiden Stäben jeweils ein Ende im 90 Grad Winkel ab. Als nächstes stecken wir dann die beiden Stäbe mit dem abgewinkelten Ende in die Lüsterklemme und bilden mit diesen beiden Stäben ein V, was einen Winkel von 120 Grad haben sollte. Im letzten Schritt müssen wir nur noch das Antennenkabel am anderen Ende der Lüsterklemme anschließen. Durch das Loch in den meisten Lüsterklemmen kann die Antenne zudem an einem Mast oder ähnlichem befestigt werden. Da mir die Antenne allerdings so zu instabil und der Winkel des V zu ungenau war, habe ich mir in Fusion 360 einen Teil designt und ausgedruckt. Deswegen viel Spaß mit dem Zeitraffer. In das fertige Teil aus dem 3D-Drucker, was in meinem Fall aus PETG besteht, können die beiden Stäbe einfach angeschoben werden. Dadurch ist der Winkel immer genau 120 Grad, auch wenn die Antenne mal runterfallen sollte oder ähnliches. Zudem hat man Teil noch einen kleinen Kreis unten, welcher ermöglicht, dass die Antenne in anderen Haltungen eingesteckt werden kann. In meinem Fall habe ich dann auch noch eine Halterung für ein PVC-Rohr designt von 4 cm Durchmessern, was oben drauf gesteckt werden kann, weil ich das meistens als Mast verwende. Oder auch eine Halterung für das Autodach, was dann mit Magneten am Autodach hält. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.